Beim Girls Day 23 machen Informatik und Geodäsie gemeinsame Sache. Beide Fächer kämpfen für mehr weiblichen Nachwuchs und haben sich mit koordinierten Workshops zusammengetan. Einen Tag lang dürfen die Mädchen bei ihrem Zukunftstag sortieren, vermessen, optimale Routen bestimmen und Klimamodelle ausprobieren. Wir sind dabei, morgens in der Informatik und nachmittags in der Geodäsie. Für die Informatik geht es vor allem darum, mit veralteten Klischees aufzuräumen. Für Bachelorstudentin Anna eine Herzensangelegenheit. Es ist natürlich so, dass es in der Informatik nicht so viele andere Frauen gibt. Und deswegen freue ich mich auch immer, ja, Mädchen dafür begeistern zu können, für die Informatik. Weil Mädels können das genauso gut wie Jungs. Klar, schließlich geht es in erster Linie um logisches Denken und Strategien. Das Problem? Viele Schülerinnen kommen in der Schule erst gar nicht mit der Informatik in Kontakt. Also ich hätte es wählen können, aber ich habe mich für Italienisch entschieden, deswegen, ich hatte es vorher noch nicht. Wir konnten es jetzt wählen, aber ich konnte mir darunter auch jetzt nicht so vorstellen, was man da so speziell macht. Ähnlich ging es auch Bachelorstudentin Mathilde. Ich habe die Begeisterung für Informatik erst sehr spät in der Schule entdeckt, und zwar gar nicht in der Schule, sondern in einer Veranstaltung an der Universität, einem kleinen Hacker-Workshop, wo wir einfach mal ganz viel ausprobieren durften, und da habe ich festgestellt, wie toll das ist, und habe das dann nur so ein bisschen nebenbei gemacht, bis es dann nach dem Abitur plötzlich um Studienentscheidungen ging, und es ist fast Biomedizin geworden, und dann kurz vor der Frist habe ich mich doch nochmal ganz spontan umentschieden und beschlossen, dass ich doch mehr Lust auf Informatik habe, und bisher habe ich es nicht bereut. Und auch Anna hat erst über Umwege zur Informatik gefunden. Ich hatte auch leider keine Informatik in der Schule, das finde ich super schade. Ich habe allerdings an einer Robotik-AG teilgenommen und dadurch dann so den ersten Kontakt zur Informatik gehabt und fand das super cool. Mathematik mochte ich auch und ja, deswegen hat das dann super gut gepasst. Rechner sucht man hier beim Girls Day vergebens. Stattdessen geht es um Alltagsprobleme. Wie lassen sich Zahlen und Dinge möglichst schnell sortieren? Wie finde ich die schnellste Route? Oder wie bringe ich den Strom vom Offshore-Windpark im Norden in den Süden, wenn die Leitungen aber nur begrenzte Kapazitäten haben? Also bei uns in der Schule, wir arbeiten halt meistens mit so Computern, also Informatik halt an den Computern. Und deswegen fand ich es jetzt schon so anders, mit den Händen jetzt mal so Informatik zu machen. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass man da so was mit den Händen macht, sage ich mir so. Das hilft, das so ein bisschen zu verbildlichen, dass man nicht immer so an so Computer denkt mit irgendwelchen Zahlen und sowas, dass man halt wirklich so, ja, sich das wirklich bildlich vorstellen kann, was da überhaupt los ist gerade. Wir wollen quasi vermitteln, dass Informatik auch ganz viel Spaß macht und dass wir eine ganz tolle Breite an Problemen haben, die wir irgendwie versuchen zu lösen, und dass da gar nicht immer zwingend Computer irgendwie involviert sein müssen. Und dass ja Informatik einfach viel, viel mehr ist als einfach nur Programmieren. Und das Studentinnenleben ist mehr als nur Lernen. In der Mittagspause geht es für die knapp 40 Schülerinnen quer über den Campus, vorbei am riesigen Hörsaal in die Mensa und dann frisch gestärkt zur Geodäsie. Wer sich jetzt fragt, Geodäsie, was ist das eigentlich, ist nicht alleine. Ja, also ich kannte den Begriff vorher auch nicht und ich wusste auch gar nicht, dass es diesen Studiengang überhaupt gibt. Jörg ging es da ganz ähnlich. Inzwischen ist er Doktorand im Sonderforschungsbereich Detect, welcher sich mit regionalem Klimawandel beschäftigt. Er soll aufdecken, wie der Mensch durch Landnutzungswandel und intensiviertes Wassermanagement selbst Einfluss auf das regionale Klima genommen hat. Jörg erforscht dabei hydrologische Modelle, die versuchen, den Wasserkreislauf darzustellen. Durch Einbinden von Satellitenbeobachtungen in diese Modelle versucht der Doktorand, sie näher an die Wirklichkeit zu ziehen. Ich habe tatsächlich in der Schule damals einen Berufsberatungstest gemacht, der gesagt hat, reines Mathestudium, reines Physikstudium, Geodäsie. Ich habe gesagt, nein, was ist das? Praktikum gemacht und bin dann hier eigentlich reingegangen, um in einen ganz anderen Fachbereich hinterher reinzurutschen. Und der Fachbereich, in den ich jetzt reingerutscht bin, der hat sich erst so im Studium selber herauskristallisiert. Ganz grob gesagt sind die Geodätinnen die Vermesserinnen der Welt. Sie erheben die Daten für viele der anderen Fächer und gehen dafür ins Gelände, schießen Sensoren ins Weltall und entwickeln Modelle, um noch genauere Zahlen zu erheben. Gerade weil das Fach so unbekannt ist, ist es eines der kleineren. Das hat auch Vorteile.
Das macht uns eigentlich so ein bisschen halt auch aus, weil wir halt einen super guten ja auch Zusammenhalt haben, einfach was die Studierenden untereinander haben, dass da direkt Freundschaften geknüpft werden können und das wirklich auch ja eine schöne Truppe ist, die da immer zusammenkommt. Dass das Fach so vielseitig ist, fasziniert auch die Schülerinnen. Ich fand es sehr spannend und es war ja auch über viele verschiedene Themen. Und das ist halt auch mit wie nennt man das, Klimaforschung zu tun hat. Also ich hätte mich da jetzt nicht reingetraut, aber jetzt, wo ich ein bisschen vertrauter damit geworden bin, könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Halt auch so die Berufe, also die später sind ja sehr, also sehr unterschiedlich, das finde ich auch cool. Im Laufe des Studiums gleichen sich die Zahlen von Studentinnen zu Studenten übrigens immer mehr an. Es lohnt sich also vielleicht einmal hineinzuschnuppern. Ines hat da ein paar Tipps parat. Wir nutzen so Veranstaltungen wie den Girls Day natürlich, um das deutlich bekannter zu machen, sind auch bei Uni-Veranstaltungen wie der Wissenschaftsrallye dabei oder auch den Bonner Hochschultagen, wenn sich jemand informieren möchte, was ist Geodäsie eigentlich? Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Schulklassen mal Interesse haben, hier vorbeizukommen. Mit viel Freude, entspannt und um viele Eindrücke reicher, stellt sich die Frage, was ist vom Girls Day hängen geblieben? Ich weiß immer noch nicht, aber so in welchem Bereich ich später mal gehen will, ob ich mehr so naturwissenschaftliche Richtung oder halt, keine Ahnung, andere Richtung gehen will. Und das hatte ich mir halt vorhin noch nie so drüber Gedanken gemacht, ob Naturwissenschaft mich auch interessieren könnte. Und deswegen fand ich es jetzt cool, da mal so reinzugucken. Ich finde es gut, dass halt Frauen gefördert werden in solchen Berufen und dass es halt immer mehr Frauen dazu motiviert werden, sage ich mal. Ich könnte mir so ein bisschen vorstellen, in so eine ähnliche Richtung zu gehen, aber nicht so genau diese Richtung. Ja, wenn es einen interessiert und es einem Spaß macht, dann sollte man das machen. Mit diesem Fazit können die Informatikerinnen und Geodätinnen sicherlich zufrieden sein. Also neugierig bleiben, reinschnuppern und einfach machen.